Sie hörten Oscar-prämierte Musik, unter anderem aus den Filmen von Pinocchio, Peter Pan und Dornröschen. Den Oscar für die beste Eröffnungs- und Begrüßungsrede würde unser erster Redner erhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heißen Sie den Vorsitzenden von Haus und Grund Rheinland, Professor Dr. Peter Rasche, herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, herzlich willkommen zu unserem Landesverbandstag 2018 in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Wie im letzten Jahr ist die Halle ausgebucht. Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre zahlreiche Teilnahme an unserem Landesverbandstag. Mit großer Freude begrüße ich als Ehrengast und Rednerin Frau Ina Scharrenbach, NRW-Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Das Ressort, das Sie verantworten, ist riesig. Von daher danke ich Ihnen, Frau Ministerin, sehr herzlich, dass Sie immer ein offenes Ohr für uns Hauseigentümer haben und versuchen, die Probleme, die es gibt, zügig anzugehen und zu klären. Leider kann unser Präsident von Haus und Grund Rheinland, Haus und Grund Deutschland, Dr. Kai Warnecke, heute nicht anwesend sein, er ist erkrankt. An seiner Stelle begrüße ich den Bundesgeschäftsführer Gerold Happ. Herzlich willkommen. Jedes Jahr erneut muss überlegt werden, wo der Landesverbandstag abgehalten werden kann. Derzeit gibt es eine Voraussetzung. Wir benötigen eine Stadthalle mit einem Fassungsvermögen von 1000 Besuchern. Hier in Siegburg haben wir dieses Jahr diese Voraussetzung als erfüllt gefunden und sind gerne nach Siegburg gekommen. Wir freuen uns besonders, weil es in unserer über 102-jährigen Geschichte das erste Mal ist, dass der Landesverbandstag in Siegburg stattfindet. Unser herzlicher Gruß gilt dem ersten Bürger dieser Stadt, Herrn Bürgermeister Franz Huhn. Herzlich willkommen. Der Verein Haus und Grund Siegburg hat die Ausrichtung des Landesverbandstages sehr gut unterstützt. Ich begrüße den Vorsitzenden von Haus und Grund Siegburg, Herrn Rechtsanwalt Stefan Haller. Eine erste Kostprobe von unserem neuen Orchester der Rheinisch-Bergischen Blasphilharmonie oder Bläserphilharmonie, Entschuldigung, aus Binsberg unter Leitung von Andreas Hillner und Keret Müller haben Sie bereits gehört. Danke, dass Sie unseren Landesverbandstag begleiten. Übrigens, die Rheinisch-Bergische Bläserphilharmonie feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch für den langen Erfolg. Wie im letzten Jahr sind auch in diesem Jahr zahlreiche Politikerinnen und Politiker unserer Einladung gefolgt. Unser herzlicher Gruß gilt dem Europaabgeordneten Axel Voss sowie der Bundestagsabgeordneten Elisabeth Winkelmeier-Becke. Stellvertretend für die zahlreichen Mitglieder des Siegburger Stadtrates und der Kreistagsabgeordneten des Rhein-Sieg-Kreises begrüße ich sehr herzlich den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster. Herzlich willkommen. Wir haben heute zahlreiche Ehrengäste, darunter viele Landtagsabgeordnete sowie Vertreter anderer Verbände unter uns.
seien auch Sie recht herzlich willkommen. Die Vielzahl unserer Ehrengäste ist im Programmflyer aufgeführt. Dort können Sie entnehmen, welche Ehrengäste heute unter uns weilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr 2017 war politisch geprägt durch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und die Bundestagswahl. Das Jahr 2018 bis jetzt durch das Mitgliedervotum des politischen Verbandes SPD. Wir erinnern uns noch an den Vortrag unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet, damals noch Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion auf einem Landesverbandstag 2017 in Krefeld. Bei der Landtagswahl wenige Wochen später wurde die CDU stärkste Fraktion. Schnell gelang es, eine Koalition der CDU mit der FDP zu bilden. Dadurch wurde die Ablösung der rot-grünen Koalition möglich. Den Interessen der Hauseigentümer und Vermieter wurde im Koalitionsvertrag in vollem Umfang Rechnung getragen. Da dürfen Sie ruhig mal applaudieren. Doch zurzeit warten wir noch auf die parlamentarische und administrative Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen, wie zum Beispiel der Abschaffung der Mietpreisbremse sowie der Kappungsgrenzenverordnung. An Dynamik hat die Umsetzung wohl verloren durch die mehr als sechsmonatige Hängepartie nach der Bundestagswahl am 24. September 2017. Die politischen Akteure waren aufgrund des Wahlergebnisses ununterbrochen damit beschäftigt, Koalitionsverhandlungen zu führen. Erst der Maika, dann Große Koalition. Politische Aktionen blieben während dieser Zeit aus. Nachdem SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz aus dem Rennen zu einer Regierungsbildung genommen worden ist, haben SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles und der kommissarische Vorsitzende der SPD, Olaf Scholz, intensiv für das Ja zum Koalitionsvertrag geworben und eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Circa 450.000 Mitglieder des politischen Verbandes SPD haben über die Veränderung der politischen Arbeit in den nächsten 3,5 Jahren entschieden. Unser Verband Haus und Grund Deutschland hat rund 900.000 Mitglieder, also etwa doppelt so viele Mitglieder wie der politische Verband SPD. Wenn unser Präsident Dr. Warnecke zusammen mit dem Vorstand beschließen würde, in unserem Verband eine Urabstimmung darüber durchzuführen, ob Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung abgeschafft gehören oder nicht, wäre das Ergebnis, das man erwarten dürfte, sehr eindeutig. In der Bundesrepublik hat eine Gruppe von Bürgern und Bürgern mit einer ganz bestimmten politischen Blickrichtung durch ihr Votum festgelegt, wo die Reise hingeht. Warum sollten Mitglieder von Haus und Grund Deutschland dies für die Wohnungspolitik nicht auch tun? Es wäre interessant, auf die Reaktion der Presse zu schauen, wenn Haus und Grund Deutschland fordern würde, dass das Ergebnis unserer Abstimmung allgemeinverbindlich für die Bundesrepublik Deutschland zu erklären ist. Wenn es nach dem nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag ginge, bräuchten wir eine Abstimmung nicht. Die neue Landesregierung hat sich zu einem verbesserten Mietrecht im Sinne der Vermieter, zu mehr Wohnungseigentumsbildung und zu mehr Förderung des ländlichen Raumes zur Entlastung der Städte bekannt. Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, wir Hauseigentümer glauben daran, dass Sie die Koalitionsvereinbarungen umsetzen werden. Warten gespannt auf Ihren Vortrag und danken Ihnen nochmals, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit genommen haben für Haus und Grund Rheinland.
Als nächstes spricht unser Verbandsdirektor Erich Uwe Amaya. Doch bevor Herr Amaya das Wort ergreift, will ich ihm und seinen Mitarbeitern sehr herzlich danken für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.